Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier nicht nur den Lenz TV, sondern Cupsieger 2018, Cupsieger 2018. Wir sind alle Cupsieger 2018. Wie geil ist das denn? Ja, ja, ja! Geile Sache. Also, hat jetzt einfach sein müssen. Ich freue mich immer noch wie ein kleines Kind. Richtig coole, coole Partie, coole Leistung, cooles Ergebnis natürlich am Ende. Stefan Hirländer, dem muss man sowieso in Kärnten eine eigene Lindwurm-Statue da aufstellen. Also der hat sich zumindest in die schwarz-weißen Geschichtsbücher eingetragen mit diesem enorm wichtigen Tor. Und jetzt geht's aber wieder in der Liga weiter und zwar gegen den LASK. Es wird natürlich wieder ein bisschen schwer, den Schalter umzulegen. Ich bin mir aber sicher, dass unsere Jungs das schon packen. Also eben von Cup auf Meisterschaft, das haben die Jungs ja nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Ein bisschen bitter ist, dass der LASK das Spiel nicht verschieben wollte auf Sonntag. Jetzt ist das natürlich für uns so ein bisschen der Nachteil. Aber andererseits, naja, der Kader ist breit. Man wird ja sowieso rotieren. Und jetzt haben eben auch die Spieler, die etwas weniger Spielzeit zuletzt bekommen haben, die Möglichkeit, sich ins Rampenlicht da zu spielen. Ein Marc-André Schmerig würde mir da einfallen. Oder ein Philipp Husbeck. Jakob Janscher ist auch immer so ein Kandidat. Der Einzige, der wirklich fix ausfällt, ist Sissé. Von dem her sind wir trotzdem sehr gut aufgestellt. Die Linzer sind natürlich im Moment sehr gut drauf, auch wenn sie zuletzt gegen Rapid verloren haben. Zuvor gab es nämlich 7 Siege am Stück für den LASK. Also auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Die Bilanz in der aktuellen Saison spricht für uns. 2 Siege unserer Blackies und 1 Sieg für den LASK. Der LASK gewann ja in Pasching das erste Aufeinandertreffen mit 2:1. Danach gab es einen späten und auch etwas glücklichen 1:0 Sieg in Graz für uns. Und eben zuletzt in Runde 25 ein 2:0 Auswärtssieg für unsere Blackies in Pasching. Also was das angeht, das Ganze relativ entspannt von der Statistik her für uns, aber man weiß ja, Statistiken sind nicht viel wert im Fußball. Siehe Red Bull Salzburg. Ja, und apropos Red Bull Salzburg, die könnten uns rein theoretisch Schützenhilfe leisten in dieser Runde, denn die Salzburger spielen ja gegen Rapid, eben am Sonntag. Und wenn Salzburg Rapid schlägt und wir den LASK besiegen, ja dann ist uns der zweite Platz nicht mehr zu nehmen und damit verbunden auch der Vizemeister. Also man kann den Dosen ruhig ein bisschen die Daumen drücken, ausnahmsweise an diesem Wochenende. Ich bin da echt gespannt auch drauf, ob die eine Reaktion zeigen auf das Cup-Spiel oder ob sie jetzt sagen, naja, Meister sind wir, ob sie jetzt wirklich die Punkte jetzt nur mehr so herschenken. Wäre ein bisschen charakterschwach, muss ich sagen, aber mal abwarten. Man weiß ja nie so, was bei den Dosen abgeht. Aber ja, kommen wir zurück eben zu unseren Blackies. Heimspiel gegen LASK, mehr als 10.000 Karten sind schon weg, was ich so mitbekommen habe. Also das wird auf jeden Fall eine tolle Stimmung werden. Also das Resümee, der LASK zwar unangenehm, aber auf jeden Fall schlagbar, vor allem zu Hause. Vielleicht noch 2 wichtige Personalentscheidungen, das eine auf der wirtschaftlichen, sportlich-wirtschaftlichen Ebene irgendwo. Der Geschäftsführer Sport, Günter Kreisel, hat seinen Vertrag auch verlängert bei unseren Blackies bis 2021. Habt ihr bestimmt schon gewusst, aber eben eine sehr, sehr wichtige und gute Personalentscheidung natürlich, denn er hat unsere Blackies definitiv auf dieses Level gehoben, auf dem wir uns aktuell befinden und hat einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass es so erfolgreich im Moment bei unseren Schwarz-Weißen läuft. Und die zweite Personalie eben spielerischer Natur. Spendlhofer hat nämlich auch seinen Vertrag verlängert, kann man sagen. Also man hat die Option von Lukas Spendlhofer auf ein weiteres Jahr gezogen. Also auch er wird den Blackies erhalten bleiben. Auch eine sehr, sehr wichtige Personalie. Der ist jetzt ja auch schon, ich glaube, schon 4 Jahre mindestens bei unseren Blackies. Also kann man durchaus sagen, der mausert sich so langsam zur Sturmlegende und seine Leistungen passen von dem her absolut nachvollziehbar für mich. So, und an der Stelle würde ich sagen, war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen, auf den Cupsieger 2018 und bis dann. Ciao, ciao.